Eine Sache habe ich noch vergessen, das muss ich noch besorgen, nämlich Bier. Und ich habe im Internet nachgeguckt, es gibt in Namibia natürlich eine deutsche Brauerei. Da fahre ich jetzt noch schnell vorbei. Seit über 100 Jahren wird hier nach dem deutschen Reinheitsgebot Bier gebraut. Jetzt bin ich aber mal gespannt, wie ein afrikanischer Braumeister aussieht. Hallo, danke schön. Das ist natürlich genauso, wie man sich das vorstellt. Ein bisschen was ist hängen geblieben. So ein bisschen Tradition muss sein, oder? Genau so ist es. Christian Müller ist zwar in Namibia geboren, hat aber in Deutschland das Bierbrauen gelernt. Aber sag mal, wo kriegt ihr denn hier in Namibia Hopfen her und Malz? Hopfen kommt aus der Hallertau, ausschließlich aus der Hallertau. Aus Deutschland? Aus Deutschland, genau. Malz auch überwiegend aus Deutschland, aber auch aus Dänemark und aus Frankreich. In Deutschland wäre Windhoek Lager die viertgrößte Brauerei überhaupt. Spricht für den Bierdurst im Süden Afrikas. Aber schmeckt das Bier wie in Deutschland? Zumindest die Brauer wissen deutsche Traditionen zu schätzen. Ja, ich meine, ich muss ja nur als Brei-Bier-Experte muss ich ja sehen, was ich auch mitnehme dann gleich. Genau. Vielleicht änderst du ja deine Meinung. Also ich würde es kaufen. Siehst du? Für das namibische Grillfest lasse ich mir ein paar Flaschen abfüllen. Mein Bier. Da ist es. Das Brei ist gerettet, oder? Das Brei ist gerettet. Christian, hat mich sehr gefreut. Jetzt zeig mir das mal. So. 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 Okay, kannst du aber auch weitermachen. Mach so, so, genau. Dann auf den Ellenbogen und dann auf die Schulter hauen. Auf die Schulter. Großartig. Hey, ich danke dir. War mir eine große Freude und das Brei ist gerettet. Ciao. Zum Treffpunkt mit Ys brauche ich eine Stunde Fahrt über staubige Pisten. Kein Navi der Welt kann mir hier helfen, aber dann endlich in einem ausgetrockneten Flussbett. Sag mal, Alter, sag mal, ist ja am Arsch der Welt, sag mal. Ja, das ist genau hier, wo wir heute sein müssen. Ja? Ja. Ich habe schon Feuer, ready, wir können gleich loslegen. Ich habe alles dabei, Bier und Essen. Hast du alles hingekriegt? Alles hingekriegt. Perfekt, Moment. So, so, so und wieder so. Und so. Okay, dann let's go. Wow, cool. Zum ersten Mal habe ich die Namibia-Handshake-Begrüßung hinbekommen. Habe Essen und Bier besorgt und bin absolut cool als Namibia-Ranger angezogen. Das wird bestimmt Eindruck machen. Hey! Bier! Hallo, Fleisch! Wuhu. Hast du alles gekriegt? Ich hab alles gekriegt. Alles. Kann ich mir alles vorstellen? Das ist ein guter Freund von mir, der Leander. Hi. Ja, hallo. Ich bin Kai. Cool. Hallo. Ja, aber Jungs, ich sehe gerade, du bist aber von oben bis unten auf Safari. Ja, aber ich dachte, ihr habt alles. Ich bin für mich so ein bisschen underdressed. Ja, underdressed. Ja, nee, also bei uns brauchen wir nicht Safari, so von oben bis unten. Wir kommen einfach kurze Hose, ganz, ganz locker. Ehrlich? Brei oder Grillen ist in Namibia sehr entspannt. Man wartet, bis das Holz zu Kohle wird und erst dann legt man das Fleisch auf den Grill. Und zwar nur Fleisch. Gemüse wird überschätzt, ist das Motto. Das sieht Gwei befockt aus. Das sieht Gwei befockt aus. Ja. Na dann, guten Appetit. Guten Appetit, ja. Hey, da komme ich jetzt noch. Yay. Köstlich. Ja? Kompliment, ihr versteht, zu grillen. Nach diesem wirklich köstlichen Grillfest mache ich mich am nächsten Morgen auf in den Norden Namibias. Leander Borg, den ich beim Brei kennengelernt habe, hat mich zu einer Wüstentour eingeladen. Dass ich zum vereinbarten Treffpunkt rund 4 Stunden auf Schotterstraßen fahren muss, hat er mir allerdings nicht gesagt. Wo hast du mich denn hinbestellt, sag mal? So trifft man sich wieder. Sag mal, das ist ja in the middle of nowhere. Ja. Wir fahren von hier aus jetzt noch vielleicht eine Stunde, ein bisschen weiter südlich. Und dann fahren wir dann ein bisschen in die Dünen, wenn das dir nichts ausmacht. Hast du ja das richtige Auto dabei? Ja. In die Wüste darf man in Namibia nur mit einem Jeep und einem Guide wie Leander fahren. Solche Touren alleine und auf eigene Faust zu machen, ist keine gute Idee, wie ich bald merken werde. Von hier aus siehst du, da geht es richtig in die Dünen hoch, das heißt, der Sand wird weicher. Wir müssen jetzt die Luft aus den Reifen ablassen, ja, damit wir vorwärts kommen. Ja, jetzt ist erstmal schöne Landschaft. Wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter, bis wir ein bisschen in die
größeren Dünen reinkommen. Über Funk gibt mir Leander den Rat, in seinen Reifenspuren zu fahren. Das hört sich einfach an und funktioniert, bis ich plötzlich übermütig werde, die Spur verlasse und prompt die Bodenhaftung verliere. Ich stecke fest. Ich habe ein kleines Problem. Ich sitze auf. Kannst nicht vor, kannst nicht zurück, nichts. Ich habe alles probiert. Vor und zurück. Ich glaube, ich grabe mich nur ein, wenn ich jetzt weitermache. Ja, ist richtig. Komm, einen Moment. Da hast du dich ja professionell festgefahren. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte einfach nur darüber fahren. Aber da kommt man natürlich alleine jetzt nicht mehr raus, oder? Schwierig, ja. Ich habe einen Tau dabei, dann ziehen wir dich halt runter. Aber wir müssen dich ja nur rüber und dann fährst du weiter. Aber das ist der Grund, weshalb man niemals alleine in die Wüste fahren sollte. Genau, auf jeden Fall. Weil das kann natürlich passieren. Und also wenn du jetzt nicht da wärst, dann könnte ich versuchen, jemanden anzurufen, aber das wär's dann auch. Ja, wenn du Empfang hast, wahrscheinlich nicht. Ja. Das ist noch mal gut gegangen, aber ich habe gelernt, die Wüste nicht zu unterschätzen. Weiter geht's. Wir geben ja nicht auf, Leander. Nee. Tschüss. Bis gleich. Und es geht immer weiter. Hunderte Kilometer bis zum Atlantik könnten wir einfach geradeaus fahren. Doch als die Sonne langsam untergeht, wird es Zeit für ein namibianisches Nachtlager. Naja, so ein Zelt kommt mir noch bekannt vor. Aber was ist das? Deine Bedroll, deine Bettrolle. Die rollst du jetzt, legst du einfach nur da rein. Okay. So. Dann bist du so rum, oder? Und dann sippst du die eine Seite auf, da ist ein Kissen, Decke, alles drin. Das ist alle all in one sozusagen. All in one. Ein Wüstenschlafsack. Genau. Sonnenuntergang. Schlagartig wird es kalt in der Wüste. Ich bin platt von diesem heißen Tag, der langen Autofahrt und den Eindrücken, die Natur hier bietet. Sehr, sehr ruhig. Das ist sehr schön. Man schläft eigentlich, wenn es nicht so kalt wäre, richtig gut. Und es gibt hier einen fantastischen Sternenhimmel. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Ausgekühlt, aber dennoch ausgeschlafen. Der nächste Morgen. Und nicht nur ich werde von der Sonne geweckt, sondern auch die vielen Tiere der Wüste, die hoffentlich nicht mit mir im Zelt waren. Ich verabschiede mich von Leander und mache mich wieder auf den Weg. Einen Tipp hat er mir noch gegeben, nutze jede Gelegenheit zu tanken und Vorräte zu kaufen. Also rechts raus tanken und wieder mal eine deutsche Überraschung erleben. Ganz voll, ne? Ja. Okay. Super. Wunderbar. Super. Wunderbar. Wunderbar. Gutes Deutsch. Ja, ich spreche Deutsch. Ja? Woher? Meine Schule in Windhoek. In der Schule in Windhoek, ja. Deutsch gelernt? Ja, das ist gelernt, ja. Und jetzt hier draußen, das ist so weit weg von Windhoek. Und Solidier, ja. Ja? Solidier ist gut, ja. Ja, es ist gut, es ist vor allem die einzige Tankstelle, oder? Ja. Ich gehe mir schnell was zu trinken kaufen, okay? Ja. Ja, bis gleich. Cool hier, hä? Solitär. Ganz alter Laden. Und der einzige im Umkreis von mehreren hundert Kilometern. Also bunkere ich neben Benzin auch noch Wasser und ein paar Snacks. Über den südlichen Wendekreis geht meine Fahrt durch Namibia weiter. Ich bin immer noch auf der Suche nach deutschen Überbleibseln der Kolonialzeit und da braucht man zwischendurch mal ein bisschen Ablenkung. Kein Verkehr, tolle Landschaft und dann überlegt man sich, ein bisschen Radio zu hören. Sucht in den Sendern rum und was bekommt man? Einen deutschen Sender. Und was für einen Sender? Atemlos durch die Nacht, spür das Leben. Helene Fischer ist also auch in Namibia ein Hit. Passend zum Lied der ziemlich deutsche Landhandel, den das Ehepaar Gebauer in Namibia betreibt. Wie ist das hier so, wenn man weit außerhalb der großen Städte ist? Gibt es hier eine deutsche Gemeinschaft? Wir sind fast nur Deutsche. Ach, wirklich? Also in der Wilmstaler Okasise-Gemeinschaft kann man sagen 90% Deutsch.
Und da gerade Kaffeezeit ist und es hervorragend duftet, mache ich mal Pause. Was will man mehr mitten in Namibia? Deutschen Streuselkuchen und einen deutschen Kaffee. Es ist halt doch noch viel Deutsches hier.